Ich bin wieder da. Hey, nice to meet you. Oh, the name's Max. Thirsty. Maxwell's anything. Mit linker Puppe. Nein. Auch wenn ich im Stream bin, aber nein. Junge, ich habe jetzt 27, okay, das ist alles noch so geblieben. Okay, mein Hinter... Mann, warum ist denn das so scheiße? Vor allem, ich habe als Hintergrund habe ich hier New York, ne? Wo man das Empire State Building sieht. Aber der Himmel ist zu hell. Also werde ich jetzt die Helligkeit ein bisschen runterstellen. Weil so ein Ding. Was? Was sind die? Ach du Heilige. Junge, was ist denn das? Was sind denn das für kranke Schweine? Ach du Scheiße. Junge, ich hör's. Geil. Das hört sich einfach legit so an, als würdest du mit irgendeiner Animal Crossing-Figur reden. Das ist einfach, hier, Dings. Nein, Animal Crossing. Das ist wieder zu hell. Okay. Okay. Das sollte doch eigentlich gut sein, oder? Nee. Wieder zu dunkel. Manhattan. Oh, Manhattan in dunkel. Warte mal, das sollte doch gehen, oder? Verdammt! Der Himmel wieder zu. Kotzt mich an die Scheiße. Einfach nur einen schönen Hintergrund. Einen wirklich sehr, sehr schönen Hintergrund. 10 Stunden Lagerfeuer. Guck mal, das sollte doch gehen. Ja, okay, das geht. Zu groß, ah ja. Zu groß. So.
Okay. Von was haben die von Knossi geklaut, ne? Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Stream Manager, so. Jetzt schnell noch mein Handy anschließen. Warte, wo ist das Kabel? Wo ist das Kabel? Kannst du doch machen. Dafür ist es doch da. Nee. Komm, ich geh aus dem Bild, ne, und direkt, was man hört. Und mein Kiefer tanzt. Cha, cha, cha. Oma. Ja, tanzt. Cha, cha, cha. Ich weiß genau, dass sich das belustigt. Ja, das ist aber. Es ist genau unser Humor. Vor allem immer, wenn wir dieses Ja machen, weiß man sofort, was unser Humor ist. Und zwar bodenlos. Von das Schlimmste ist ja eigentlich, wir wissen halt nicht, ob diese Oma noch lebt, ne? Und wie alt dieser Po dieser Erwachsenenfilm ist. Weil sie tanzt. Cha, cha, cha. Also dich hört man noch nicht im Stream, aber gleich. Also kannst du es gleich sagen. So. Stimmt, du solltest dich eigentlich so hören, wie ich dich höre. Ja. Ey, du müsstest mal meine Sense reparieren, die ist jetzt beschädigt. Dann nehme ich das Katana. So ein Ding ist das. Ah, jetzt. Das kann ich nicht, weil. Warte, wann Das ist kann ich nicht, weil. Warte, Das kann ich nicht, weil. Scheiße. Was hast du jetzt gemacht? Man hat sich gerade in das Leid doch gestört. Man hat sich gerade in das Leid doch gestört. Alter, du Traum. Junge. So, hab dich jetzt einfach rausgenommen. Warte, ich will mal gucken. Ich. Warte, ich krieg das schon hin. Ich bin ja schon groß und vier. Ja, ich hab Knopfbelegung. Ich hab ja. Ja, reparieren, das kann ich gar nicht. Dann mach du das. Weil mein Kiefer tanzt. Cha, cha, cha. Und ja. Ja, kann sein. Ich kann mal gucken, wegen Kann ich der meinen Dings. Katana wieder nicht aufheben, oder was? Warte mal, ich kann mal kurz meine Musik- und Audio-Einstellungen. Mach die mal alles ans runter.
Ein Kiefertanz. Tja, tja, tja. Ja, ja, ja. Hallo? Hör ich mich immer noch so schlummern? Nee. Also jetzt ist es wieder normal. Du musst dich halt lauter stellen. Ich bin bei mir übelst leise. Das red mal. Hallo? Ich muss. Brauchst du das Fleisch hier noch? Nee, kannst du nehmen. Ja. So. Niklas, komm mal kurz her. Gönn dir das. Alter, ich hab Schaden genommen. Ich glaube, ich habe die stärkste Waffe im Spiel gefunden. Platten. 22 Platten. Stell dich mal richtig vor mir. Alter, was? Ich hab Niklas, wenn wir gegen die Mantis kämpfen, muss ich mal Platten mitnehmen. Ich will mal wissen, wie viel Damage das an der macht. Stell dir mal vor, die macht die One-Hit. Würde ich schön. Oder einfach Hälfte Balken. Weil dich One-Hitte das ja. Ja, also fast, wenn ich genau da nah dran stehe. So dumm. Einfach erschlagen. Ich bin ins Hirtech gegangen. Aber wo hast du die Karte gefunden dafür? Was, die Tafel? Nein, die Karte. Die Karte. Na, damit du das... Mein ganz... Also damit du die Platten tragen kannst. Das ist Multiplayer, den können wir einmal das haben. Oh. Someone help! Come on, Max. We need you. Oh, fuck. Kopf, dass du das... Ich will dir einmal... Boah! Ich hab's dir in die Seite rein. Mein Katana! Mein Katana ist runtergefallen. Ich hole dich! Aua! Mein Katana liegt hier unten. Hab es. Was ist gerade passiert? Das ist das aber durch den Baum, dann durch den Boden und dann ist es dort unten hin. Nee, ist doch schön. Nein, nicht schön. Niklas, du könntest, so, wenn du wo willst. Wo willst du das Museum aufbauen? Komm mal hoch. Warte. Die Hall of Fame. Ich hoffe nur, dass unsere Base das aushält, die ganzen Platten. Ja, die Wände und die Decke muss ich auch noch aushalten. Die werden locker 3-4 hoch. Bin ich mir halt nicht sicher, wie viel die Platten gerade tragen. Hier ist eine Treppe. Ach komm. Also gegen Glühwürmchen zu kämpfen, das ist ganz schön hier Mäuschen. Ja, 458, das geht eigentlich. So jetzt. Oh, du hast die. Komm mal mit der Seilrutsche hoch. Würde ich eh sowieso umdrehen. Aber in der Reichweite kann ich gut reagieren. Lukas, ich will ihm was schenken. Kiefergummi, gönn dir. Jetzt können die Knie nicht mehr verhüten, das ist doch... Also wirklich... Junge! Soll das hier die Hall of Fame werden? Ich will vielleicht noch zwei hintermachen dann.
Was, so klein? Ich habe ja gesagt, es war hinter. Vielleicht mache ich auch noch ein, zwei breiter. Das ist halt erstmal der Anfang, deswegen. Ich brauche erstmal also viel. Zweimal nochmal hier dahinter. Also ungefähr mal. Also dann, wenn wir das fertig haben, um ungefähr nochmal alles mal zwei. Okay. Deswegen wird das jetzt unser Auftrag, mehr Holz zu farmen. Hm. Oder warte mal, Nick, dass ich aber überlasse. Nee, finde ich geil hier hinten. Also, ja. Nick, dass ich überlasse dir die Ehre, die Karte und meine Rüstung zu haben. Damit du Holz farmen kannst. Ui. Ups, das war das Essen. Ob du es bereuen wirst? Aber Nick, du musst die Schnelligkeitsmutation ausrüsten, sonst bist du echt langsam. Ich werde mal gucken, wie der Mantis Ding machen und so. Immer weil hier die Holzplatten und so mit. Und stehen auch noch welche. Oh, Giftresistenz. Anders nochmal. Giftresistenz? Nein, Schnelligkeit. Status, das war. Ach, hier habe ich's. So, ja, okay, gut. Lass uns mal schnell schlafen gehen. Mhm. Weil ich will mir jetzt eigentlich mal die volle Mantis-Rüstung machen, deswegen. Hoffe ich jetzt eigentlich mal Bock. Bevor ich das dann wieder nicht mache. Vielleicht kann ich ja gucken, ob ich auch noch ein bisschen was für dich zusammenbekomme. Dann machst du die Mantis und ich kümmere mich ums Holz. Jo. Aber du kannst 22 Sachen tragen, das ist so schwer, das ist nicht. Herr Nick, hast du was noch vergessen? Warum sagt dein Vater Yippie? Digga, hast du die Karte vergessen? Ich wieder ab. Ich kann ja nur 12 tragen. Waren drei da? Ich höre deine Eltern. Junge. Digga, du kannst nur 12 tragen, weil du die Karte nicht mitgenommen hast. Ah, ich bin es. Ach du Heilige, was geht denn da ab? Können. Und deine Eltern Besuch? Die liegt um bei der Treppe dort, wenn du hochkommst, die Treppe liegt die Karte. Nein? Nee. Ja. Oh, oh. Linker Pubär. Niklas, komm mal her. Die Karte. Die musst du nehmen und in die. Nehmen, in die Dings. In die Zubehör reinmachen. Dann kannst du 22 tragen. Ja, oh ja. Linker Nein, muss ich nicht. Nein, muss ich nicht. Oh Mann, ey. Ich finde schön, dass ich deine Eltern höre. Du hörst wahrscheinlich deutlicher als ich, das ist das Ding. Echt jetzt? Mhm. Hallo, hallo, hallo. Ja, wie ein linker Pupär. Wie ein linker Pupär ist das. Ich kann einfach so einen Knopf hier drücken auf meinen Kopf und dann höre ich mir, dann stumm ich mich. Tschüss. Linker Pupär?
Länger, Bubär. Länger, Bubär. Boah, weißt du, was mir gerade auffällt? Diese Platte, die ich hier gebaut habe, ne, da kann man sich übel, wenn man jetzt nicht gegen diese Spinne hier kämpfen will, ne, und die einfach schnell weg haben will, kann man sich einfach da drunter machen. Einfach da drunter machen. Wegen linker Bubär ist das alles hier. Alles nur wegen linker Bubär. Mensch. Also wirklich. Linker Bubär hat schon ganz schön viel, du. Mensch! Ganz arg! Ja. Vor allem, jetzt kommt einem diese Platten-Dinge einfach, wenn man die fällt, so wenig vor. Oh, linker Bubär. Aber es sind doch viel zu viele. Alles nur wegen linker Bubär. Oh mein Gott! Ja, siehst du, linker Bubär hat alles wieder. Was hat ein linker Bubär jetzt schon wieder gemacht? Aber gehst du jetzt wirklich alleine die Mantis kämpfen? Ja. Warum hast du dich eigentlich, wenn du diese Platten hast, hast du schon mal deinen Schatten gesehen? Wie lustig das aussieht, wenn du dich dann drehst? Junge. Nein. Alles nur wegen linker Bubär, ey. Mensch. Linker Bubär hat uns ganz schön das Leben, also das Leben hier vereinfacht. Ja, würde ich als kompliziert sagen. Easy, die Mantis. Ja. Regenerieren. Linker Bubär.
Alles nur wegen linker Bubär. Ich mir dann das nochmal ein. Mensch. Mann, linker Bubär hat alles kaputt gemacht. Mann. Aber ich hole mal ein paar Pflanzenfasern. Ja. Oh, dein Vater unterhaltet sich mit mir. Ich hoffe, er ruft dann noch Paul an, damit Paul sich ohne mit mir unterhält, wegen linker Bubär. Von weißt du, was ich mich immer frage? Ob wir irgendwann, wenn wir irgendwie Eltern sind oder so, uns daran erinnern, an diese... wir uns daran irgendwann mal erinnern werden? Was glauben? Weil linker Bubär. Und schau, Alter, was ist denn jetzt los? Warum bin ich denn so müde? Jetzt gar keinen Bock hier jede Sekunde zu gehen. Warte mal kurz, ich mach mal ein kurzes Workout.
No one likes a nosy neighbor. Hi. Wieder heute Abend ausschalten, du willst? Mhm. Wollen wir jetzt auch nicht. Deswegen jetzt gerade in den Morgen. Willkommen. Kommst du wieder? Ja, egal, ich bin draußen. Ja. Ich weiß nicht, ob er mir geschrieben, ob er halb vier oder um vier kommen kann. Hinter dir? Ja, bis Freitag hat er geschrieben, bis halb fünf oder um fünf. Oder geht er nicht, weil... Muss der dann zum Montag 16 Uhr, ja. Naja. Hab ich halt dann geschrieben, ob er dann vielleicht mit 45 oder so gehen kann. Also ja, ist geklar. Gut. Dann machen wir das morgen Abend, sobald ich hier zu Hause bin. Mhm. Du hast dir vorher die Haare kurz eben mal durchzuwaschen. Grob, nur grob. Ja, schnell über der Wand. Ja. Mal kurz deine Haare. Ich weiß ja nicht, wenn... Ich bin on the move. Du musst da machen. Hast du schon? Bitte. Ich mag den. Also Strickereien gehen wir zum Friseur. Oh. Urinieren, du Schlimme? Hast du ja irgendwie auf ein paar Nein. Gewebe drin, schlecht? Also ich bin ja nicht so wie du und muss mir jeden Tag inwedeln. Wenn es früher war. Hä? Wenn ihr aufsteht, würdet ihr euch ein Windeglas grüßen, wirklich. Jeden Früh will ich mir keinen, sondern jeden Hi, Abend. Das ist ein trotzdem jeden Tag. Bist du dumm? Was? Was? Also Niklas, ich kann dir, glaube ich, eine volle Assassinenrüstung machen. Okay. Aber die upgrade ich nicht, weil du nicht cool genug bist. Jo.
Oh, ne Rüstung, ja Mann! Better safe than sorry. Die Wut der Mente ist durchströmt durch erhöhte kritische Trefferchance nach dem Äußern eines kritischen Treffers. Wie weit bist du denn? Nicht weit, nicht weit. Das ist gar nicht gut, du Böser! Dann machst du es selber besser. Die Ultra mehr. Dafür gibt es ein Steinchen. Also nur jeden Abend auf Toilette, oder? Hä? Ja. Du machst das nur jeden Abend auf Toilette, hab ich recht? Nee. Doch. Hier schon mal die Rüstung. Dir vor den Füßen hingelegt. Let's see what we can find. Ich bring mal eine Kiste, bring ich mal zu unserem Bauprojekt, da können wir dann immer diese Seilscheiße reinmachen. Damit wir das dann gleich an Ort und Stelle haben. Ich finde es sehr schön. Ich habe 27 Follower. Guck mal einfach nur einer zu. Und das bist du doch, oder? Nein. Aber kenn mal den Namen von der Kiste. Da hätte eigentlich noch ein Ja hingemüsst. Ich weiß nicht, wie viele Wörter danach noch kommen können. Wie ich. Guck dir einfach Oma. Ja! Ah! Einfach Mario geworden. Ich hab gepuppt und das stinkt. Ja, dann furz doch nicht, du Hurensohn. Doch. Ah, nee. Jetzt ist bereuen, das zu tun, aber ich kämpfe jetzt fünfmal hintereinander gegen die Mantis. Das wird der größte Fehler meines ganzen Lebens sein. Ich hoffe, du bist jetzt schon dafür. Und warum willst du es? Für Oma, ja! Und warum willst du es machen? Für Oma, ja! Nee, es muss einen Grund dafür geben. Oma, ja! Wird bestimmt in meinem Chat sein. Na gut, nur eine Person. Meine Oma ist gerade am Schlafen. Es ist eine Person und ich weiß ganz genau, was das für eine Person ist. Und zwar du. Nein, ich bin es wirklich nicht. Dann schreib mir einfach mal in Chat, wer mir zuguckt. Einfach den Twitch-Namen reinschreiben. Schreib auf mein Ja! Oma, die Granate. Oder es ist einfach nur ein Bot. Das kann halt auch sein. Das wäre Frust. Mann, es ist, guck mal, wie soll das aussehen, ne? Wenn so einer denkt, Musikschmiede 78, okay, der hat 27 Follower, der muss ja geil sein. Oh, der ist gerade live, guck ich mal rein, guckt einer zu.
Ich habe fucking 27 Follower. Was kommt als Jahresrückblick? Dein größter Stream war mit 3 Zuschauern insgesamt. Von 27. Ich sag dir eins. Jeder Normale denkt sich dann so, okay, der hat sich selbst diese Follower gemacht. Aber nein, hab ich nicht. Ich hab sie nicht selbst gemacht. Du hast gekauft, weil du so rich bist. Guck mal. Ich sehe ja sogar, wer hier mir gefolgt ist. Warte mal, heute. Heute, genau heute. Twitch Horizon 321 ist mir gefolgt. Twitch Rechte 397. Hört sich ja nach dem Bot an. Twitter Ritter 295. Sucht Twitch. Benutzername 22258. Benny ist cool 357. Neu auf Twitch Lul 379. Ich muss ehrlich und sagen. Lul TwitchCon. Ich muss ehrlich sagen, Leute, die sich twitchen, dann habe ich eher das Gefühl, die sind Bots. Weil kein Mensch nennt sich Twitch, bin ich ehrlich. Wenn, dann müsste der Lebensmittel sein. Wodurch TwitchCon? Niemand aus IXH? Also X? Oder X? Okay. Niemand aus X? Mama Mia 2689532. An alle, ich küsse doch euer Herz. Das ist heute reingekommen. Die ganzen Leute sind mir. Heute sind mir 2, 4, 6, 8, 10 Leute gefolgt. Da sind es ja 17. Da waren es ja. Na, warte mal. Da sind mir 8 Leute dann gestern anscheinend gefolgt oder was? Warte mal. Ich muss mal gucken, weil mir wird ja nur angezeigt, wer mir heute gefolgt ist. Alle Aktivitäten anzeigen. Ja, das möchte ich jetzt mal. Nee. Warte mal. Aber dieser eine Zuschauer, wenn ich dem was freue, der kann mir doch in den Chat schreiben, oder? Dann kann es ja nur ein Bot sein. Weil sorry, wenn es eine echte Person ist, aber warum schreibst du nicht im Chat? Ich möchte einfach nur, dass mein Chat einfach mal. Dann mache ich mir jetzt selber welche. Dann mache ich mir ein. An den. Lesbare Farben. Mhm. Identität muss ich spielen. Dann mache ich mir jetzt noch einen Knossi rein. So. Ich will mal einmal nur einen Chat, der aktiv ist. Der mir Fragen stellt, die ich beantworten kann. Warum ist denn das so schwer? Mann, ich habe 27 Follower. Und ein Stream haben 3 Leute gleichzeitig geguckt. Stark. Wo sind die anderen 24? Mann, das sieht. Also wirklich, für jeden Sterblichen sieht das wirklich so aus, so ja, okay, der hat sich die Follower gekauft oder so. Ich weiß auch noch nicht mal, wie man sich das kaufen kann. Das ist ja das. Ich weiß es nicht, wie man sich Follower kaufen kann. Er lügt. Hätte ich überhaupt angemacht? Ja, Party-Audio ist an. Aber warum sollte ich mir Follower kaufen? Weil du dumm bist. Ich bin ja nicht so armselig wie du. Warum sollst du mir welche kaufen? Weil du wahrscheinlich keine richtigen Freunde hast. Kannst du eigentlich gucken, wer dir zuguckt oder nicht? Nee. Niklas, was für eine Frage hast du denn gestellt überhaupt? Du hast irgendwas gesagt, mit der er die Fragen wenigstens beantworten soll. Nee, ich hab halt gefragt, wie diese eine Person heißt.
halt gefragt, der eine dass Person sie halt ihr Twitch-Namen reinschreiben soll. Ach du schon wieder. Martin, ich konnte es nicht lesen, schreib ihn nochmal rein. Meine Katze soll die zuzumachen, das geht ja gar nicht mehr, wenn wir männlich sein. Ich geh mal den Gerenk mal nach rechts suchen. Die Person, die mir was reingeschrieben hat, soll mir nochmal was reinschreiben. Weil ich glaube, die Oma ist wach. Ob die Oma nimmt sich Zeit für mich. Übrigens, wenn ihr mich fragt, warum ich auf einmal Lagerfeuer im Hintergrund wieder habe, das ist, ich habe das gemacht mit dem Hintergrund an alle ermordeten Leute. Deine Oma ist wieder im Chat drinne. Gonna have a look. Ja. Hallo? In Kruso. Ja, Chat. Was soll man dazu sagen haben? Morgen geht's nach Dresden.
Kann ja auch den hier machen, warte mal. Mach ich den hier. Ja, was ist los? Ja, ich glaube, deine Oma, ja, ist traurig. Und dann? Na, guck doch mal in den Chat rein. Ovi-ova. In the jungle, the night, the jungle, we need. Ja? Ovi-ova. Warte mal, nochmal, die sagt sie mir, die was Schönes schreiben. Was? In the jungle, nein. Meine Oma hat gesagt, sie kennt, sie hat das, die macht das gerade mit Autoklicker. Ja, was machst du mit Autoklicker? Ja, Autoklicker halt. Im Chat drin oder was? Ja. Was meine Oma hat gesagt, also, da passiert fertig. Nicht. Du bist ja auch im Chat drin. Ja, meine Oma und einmal ich, ja. Oh, warte. Wie war der? Hab ich nicht gehört. Du kleiner verfickter Hurensohn. Was bist du eigentlich für ein Hurensohn? Das dämpft überhaupt nicht. Und dann fällt mir die Feuerschale hier runter. Überhaupt nicht. Wumm! Und dann steht alles in Flammen. Dann ist hier aber Bodenheizung feist. Dann brennt das hier, dann brennt mir der Arsch weg. Dann ist ja alles weg. Alles. Gucke. Guck mal, aua. Ist der wirklich? Aua, da habe ich gerade einen Stromschlag bekommen. Aua. Aua. Soll mal anfassen? Alles in den Chat, wenn ich das anfassen soll, die Feuerschale. Die ist echt. Wärmt schön. Wärmt. Eins in den Chat, wenn ich die Feuerschale anfassen soll.
Also Oma, ja, ja, ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Du schreibst nicht in den Chat rein. Du bist so grottenvoll geworden. Nochmal gerade Wichtigeres zu tun. Für deine überfahrene Schwester zu ficken, oder? Der war lame. Umgekommen. Ich weiß, es sollte auch kein Diss sein. Der war wahrscheinlich auch die Wahrheit. Weißt du, aber der war einfach lame. Okay, wir wollen, liebes Twitch-Team, ich entschuldige mich dafür. Ich will doch nur, dass die Oma. Ja, ja, ja. Um meine Lebens. Ich muss gucken, ob das funktioniert. Ich will nur... Scheiße. Ich muss gucken, ob das funktioniert. Achso, das war ein Putz, ich dachte, das war eine Vibration an dein Handy oder so. Oh, der muft. ja, bitte. Bitte, es funktioniert. Hä? Oma ist heiß Granaten. Nein, ich hab was verkackt. Oma ist Granaten. Nein, mach mal die Nachrichten einzeln. Du hast ja bestimmt so eine Autoklicker-App, oder? Mach das mal. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Das habe ich ja gerade damit gemacht. Nein, einzelne Nachrichten. Dass Oma ist Granate, ist Heißgranate, hier einzeln geschickt wird. Oma ist Granate. Damit das Oma ist Granate. Oma ist Granate. Geschickt wird. Mal das. Also Oma, ich habe schon was anderes von dir erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gerade du hast ja schnelle Hände. Also Granaten, Oma, mach jetzt was. Mach jetzt. Wo bist du? Da. Mach jetzt, Oma, mach jetzt mal was. Komm, Granaten, Oma. Ich bin. Gesteckt, ey. Warte. Oh. Komm, Granaten, Oma, mach jetzt was.
Ja. Komm, Granaten, Oma, mach jetzt was. Meine Granatnummer, wenn du jetzt nicht rein spammst, dann beende ich den Livestream. Und ich glaube, das willst du nicht. Oder Granatenoma? Das wollen wir doch beide nicht. Granatenoma? Oder Enkel von Granatenoma? Tyler, bist du da? Kannst du bei deiner Granatenoma schreiben, weil ich glaube, die antwortet mir jetzt nicht mehr, dass sie mal reinspammen soll. Meine Oma schreibt die ganze Zeit was. Ja, aber da kommt nichts an. Sie soll die Nachrichten einzeln schicken und nicht in einer. Meine Oma macht sich die Mühe. Du kannst froh sein, dass du Anruf bekommst! Aber ich bekomme mehr als du. Weil du ja noch nicht mal mit Twitch anfängst. Ich habe mir damals die Mühe gemacht und habe den Twitcher... Du bist mittlerweile zu faul, um sogar Livestreams zu starten, auf den Knopf zu drücken. Und du bist zu süchtig! Was? Ich bin zu süchtig? Ich möchte halt einfach Erfolg haben. Was hast du nicht bekommen? Das weißt du nicht. Denn nur mit Blut, Schweiß und Tränen kommt man näher ans Ziel. Und sogar näher, als man glaubt. Hey, guck mal, ich habe 27 Follower. Das ist schon... Ja. Guck mal, gestern hatte ich noch 9. Vielleicht werde ich nicht so berühmt wie Monte. Das mag ja schon sein. Aber vielleicht... Mit einfach nur 1000, mit 1000 Leuten würde ich mich schon zufriedenstellen. Es müssen ja noch nicht mal 100.000 sein oder Millionen, müssen es ja nicht sein. Es muss einfach nur 1000 Leute sein und dann bin ich ja schon wieder zufrieden. Dann alles gut. Weil ich glaube, wenn dir 1000 Leute am Schwanz hängen, dann ist es schon ein anderes Gefühl. Wenn dann davon 300 oder so zugucken. Das ist dann wahrscheinlich auch was Geiles. Wenn dann der Chat auch mal ein bisschen ausrastet. Das ist halt wirklich einfach nur der Chat, den ich haben will. Einfach nur einen Chat haben, der irgendwie ausrastet. Der, ja. Ich möchte halt Leute glücklich machen. Die sich dann freuen, okay. Die jetzt einen stressigen Tag hatten und dachten, okay, hier kann ich jetzt abschalten. Oder kann beim Kacken auch mal abschalten. Ich habe das Gefühl, dass sich eine Person aufs Klo setzt, um nicht zu gucken. Okay, mach du vor und ich mach nach. Finde ich besser so. Ich weiß ja nicht, wie das geht. Muss mir eine Oma erstmal beibringen.
Das gibt erstmal ein Timeout. Ah, ist das schön. Ah, noch nicht mal schreiben kannst du. Ach, das ist ja interessant. Was ist mit Dings? Ich hab grad gar nicht zugehört. Kannst du dann schreiben, wenn ich dir ein Timeout gebe? Dass du dumm bist. Ich geb dir schon ein Timeout. Keine Sorge. Aber anscheinend bist du ja zu dumm zu schreiben. Hab ich doch verbessert. Mit Torpat. Beim Pat, da habe ich geschrieben, beim Tor hat aber Autokorrektur. Ah ja, Junge, ich schreibe jetzt mal irgendwelche englischen Wörter und ich korrigiere einfach nichts. Siehst du mal, was meine Autokorrektur macht. Mikas, ich lese jetzt mal. Mikas, ich lese jetzt mal ein paar aktive Zuschauer deines Kanals vor. Alien Gathering, Commander Rot, Digital Instinct, Drapsnet und Sheepoof. Lies mir mal alle vor. Waren alle, die aktiv zuschauen. Zumindest. Also warum siehst denn du die aktiven Zuschauer? Wenn ich auf den Stream klicke und dann auf Zuschauer drücke. Gut. Also auf dem Stream. Dann auf diese Zuschauer drücken. Ach so, hier. Weißt du, was geil ist? Der Host dieses Kanals serviert immer den besten Content. Ja. Würde ich als würde ich jetzt nicht so bezeichnen. Doch, doch.
Hey, wir haben alle Viecher gefunden. Wir haben alle Viecher in diesem Spiel. Wasserspinne. Kann ich nicht. Und einen Ort haben wir auch. Hä? Einen Ort haben wir auch. Aber alle Kassetten haben wir nicht. Dafür aber fast alle Orte im Müllhaufen, fehlt uns noch eins. Und eine, der obere Rasen, ansonsten haben wir alles. Zeugs haben wir auch alles. Rezepte zu Notizen, Schüssel. Postnotizen haben wir alles. Segelchips haben wir alle. Prominent haben wir alle. Ach du Scheiße. Pendel fehlt uns noch eigentlich sehr viel. Okay, eine verschiedene. Drei Ominente. Dann Specker. Dann haben wir fast alles. Und dann kriegen wir hoffentlich mal einen Erfolg. Ne, weil wir gecheatet haben, deswegen. Du kriegst keine Erfolge, deswegen. Echt? Mhm. Weißt du, wir müssen alles mal neu machen, damit wir vielleicht ein paar Erfolge bekriegen. Aber ohne Cheaten und alles. Was ein Flaschen-Safe. Junge, was machst denn du da? Ich hab grad meine Flasche gesaved. Tüte Samt. Also Tüte Kaulquappen. Tüte Samtmilben. Tüte Wasserquell. Wasserquelle. Töte Wasserquelle. Kaulquappen und Wasserspinnen. Easy. Die werden jetzt gejinxed. Gefickt. Du wirst. Deine Dolger. Nein. Ich bin wieder hier. Ich kann das nochmal drücken, das Ding hier, ne? Ich weiß. Junge, aber das ist dumm, geht mir massiv auf den Sack. Also der schwebt da jetzt die ganze Zeit. Weißt du, was uns ab einem bestimmten Zeitpunkt auf den Sack gegangen wäre? Bei dieser Base, bei unserer ersten Base? Tyler? Dieses Gesumme von diesen Typen. Das wäre uns massiv auf den Sack gegangen. Wenn er dann anfängt. Meine Fresse. Dann mach einen Song Contest.
beim Eurovision Song Contest mit. Meine Fresse. Kann ich noch vergraben gehen. War ja sexy, oder? Und ich bin auf die sexy Maxi. Ja? So ungefähr stelle ich mir die heiße Granatenoma vor. Nein, das ist dann schon wieder falsch. Dann musst du schon wieder mit ja! anfangen. Hat man gemerkt, dass dieses ja aus der Seele kam? Mach mal richtige männliches ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, eins, was aus ja, der Seele kommt. Ja. Ja. Das ist dann ja schon wieder so ein richtiges Egon. Egon. Vor allem, da gucke ich letztens auf den seinen Account, ne? Ich denke mir so, boah, geile Weiber, er hat da dabei, du. Dann gucke ich da rein, die Weiber so. Und der Egon so, oh, oh ja. Oh. Und da denken wir so, nee, darauf kannst du dir Kind Jackson. Nee, es geht nicht. Und man denkt sich so, oh ja, die Weiber, ja, ja. Mhm. Dann kommt auf einmal so, und ich so, oh. Und dann auf einmal so, oh. Ja, oh. Die kannst du dir nicht ausdenken. Und dann brauchen wir doch für deine Base, also für die Burg, die du geplant hast, brauchen wir doch Pilze, ne? Für Ziegel. Aber die werden ja aus Pilzen gemacht, ne? Ja. Oder bin ich lost? Gut. Warte, dann schreibe ich mir jetzt eine Do-Do-Liste auf. Eine Do-Do-Liste. Am besten sammeln wir für diese roten Pilzbrocken. Die gehen wir am meisten. Die brauche ich. Pilze? Ja. Okay, da habe ich gerade welche abgebaut. Weil ich brauche nämlich Pilze. Danke, danke, danke. Ich brauche Pilzbrei und aus dem Pilzbrei kann ich dann Dings Pilzziegel machen. Okay. Dann habe ich gerade alles richtig gemacht. Erst am Boden, dann geflogen. Jetzt am wieder am Boden. Verloren. War ganz oben.